ist eine Geschichte. Angesichts der 8. Mai-Feiern in der ganzen Welt und der Behauptung einer angeblichen Befreiung Deutschlands 1945 ist es die Pflicht eines jeden volkstreuen Deutschen, die andere Seite der Medaille aufzuzeigen. 1945 befreiten die Alliierten Millionen Deutsche von ihrem Besitz, ihrer Heimat und ihrem Leben. Mit Kriegsende befanden sich rund 11 Millionen deutsche Soldaten in den Händen der Siegermächte, darunter etwa 8 Millionen im Gewahrsam von Briten und Amerikanern. Dieser Film beschäftigt sich mit dem Teil der Gefangenen, der in den sogenannten Rheinwiesenlagern gefangen gehalten wurde. Wir volkstreuen Deutschen feiern am 8. Mai nicht die vermeintliche Befreiung. Wir trauern vielmehr an diesem Tag um die deutschen Nachkriegsopfer, welche durch Hunger, Kälte und Mord sterben mussten. Während der Haager Friedenskonferenzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschlossen die teilnehmenden Staaten, sich einem übergeordneten Völkerrecht zu unterwerfen. Das Völkerrecht sollte unter anderem die Kriegsführung humanisieren, das heißt zum Beispiel Gewalt gegen Wehrlose bzw. Kriegsgefangene ausschließen. Am 26. Januar 1910 wurde die Haager Landkriegsordnung von den teilnehmenden Staaten, darunter neben England und Frankreich, auch den USA ratifiziert. Über Kriegsgefangene wird in der Haager Landkriegsordnung Artikel 7 Folgendes festgelegt. Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, hat für ihren Unterhalt zu sorgen, in Ermangelung einer besonderen Verständigung zwischen den Kriegführenden sind die Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterbringung und Kleidung auf demselben Fuß zu behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat. Am 27. Juli 1929 wurden hinzukommend die bisher nur für Verwundete eines Krieges geltenden Schutzbestimmungen der Genfer Konvention auch auf Kriegsgefangene ausgedehnt. Hier wurde festgelegt, dass die Gefangenen in jeder Beziehung den eigenen Truppen gleichzustellen sind. Sie kamen in Rehwagen an, wurden durch die Lagertore geführt oder gefahren und wurden dann einquartiert. Wollen Sie das mal darstellen, wie das aussah? Ja, so wie Sie es jetzt angedeutet haben, klingt das ja fast wie der Empfang in irgendeinem netten Ferienresort. Aber die Erfahrung war völlig anders. Es begann eigentlich schon in Niederbreisig, dann aber auch in Remagen auf dieselbe Weise mit einem enormen Schock. Wir wurden von den Lastwagen heruntergescheucht und dann sahen wir die Gasse, die Spießrutengasse, die die amerikanischen Soldaten gebildet hatten, bis zum Lagertor in zweier Reihen mit Latten bewaffnet und scheuchten uns durch diese Gasse mit ihren Latten mit "Come on, let's go, come on, let's go" immer über die Rücken weg. Und das war tatsächlich eine Erfahrung, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe damals gedacht, wenn Soldaten fertig bringen, das anderen Soldaten anzutun, dann kann man von denen ungefähr alles erwarten. Überdies müssen die Gefangenen unter der Aufsicht des Internationalen Roten Kreuzes stehen. Nach Beendigung der Kampfhandlungen sind alle Gefangenen bald möglichst freizulassen. Auch diese Erweiterung der Genfer Konvention haben die sogenannten Befreier von 1945 unterschrieben. 1943 einigten sich die Alliierten darauf, die deutschen Kriegsgefangenen eben nicht als Kriegsgefangene, sondern unter Nichtachtung des Völkerrechts als Strafgefangene zu behandeln. Die
Die jeweiligen Oberkommandierenden der Streitkräfte sollten über die Gefangenen frei verfügen können. In diesem Sinne erhielt der Oberkommandierende der US-Truppen, der spätere US-Präsident Dwight David Eisenhower, am 10. März 1945 aus Washington die Ermächtigung, die auf deutschem Boden gefangen gehaltenen deutschen Soldaten nicht zu entlassen, sondern sie als sogenannte entwaffnete feindliche Truppen, Disarmed Enemy Forces, weiter gefangen zu halten. Die Gefangenen hatten somit keinen Schutz des internationalen Rechtes und waren der Willkür des Siegers ausgeliefert. Das Skandalöse daran ist, dass die Amerikaner Hunderttausende hungern und einen Großteil haben verhungern lassen oder an Entkräftung sterben. Die Russen haben auch Gefangene gemacht. Den Russen ging es schlecht, sehr schlecht persönlich, und den Gefangenen ging es schlecht. Die Wachmannschaften hatten es nicht wesentlich besser als die Gefangenen. Die Russen konnten nicht anders, weil sie sich hatten. Die Amis, und das ist der eigentliche Skandal, die haben so ja Hilfe von Hilfsorganisationen abgelehnt, weil die uns so behandeln wollten. Das ist der Unterschied. Nach Überquerung des Rheines im März 1945 beschlossen die Amerikaner, dass sie die deutschen Kriegsgefangenen nicht in die für sie vorgesehenen Lager nach Nordfrankreich bringen wollten. Sie begannen auf Weisung Eisenhowers entlang des westlichen Rheinufers für die deutschen Kriegsgefangenen Lager auf der grünen Wiese anzulegen. Von den 188 amerikanischen Gefangenenlagern waren Dutzende am Rhein und seinem Hinterland errichtet. Diese sogenannten Rheinwiesenlager erstreckten sich von Remagen über Mainz, Bad Kreuznach bis hin nach Ludwigshafen. Andere Lager wurden häufig nach einiger Zeit aufgelöst und die Insassen an den Rhein deportiert. Über die Belegungsstärke können keine genauen Angaben gemacht werden, da bewusst eine Registrierung seitens der Amerikaner nicht vorgenommen wurde. Es lassen sich nur vereinzelt Zu- und Abgänge feststellen. Das Internationale Rote Kreuz hätte die Möglichkeit gehabt, diese Arbeit zu übernehmen, aber ihm wurde der Zutritt in die Lager verwehrt. Es muss von einer Belegungsstärke von weit über 5 Millionen Kriegsgefangenen im Zeitraum von April bis September 1945 in den Rheinwiesenlagern ausgegangen werden. Zum Kriegsende hin wurden auf den verschiedensten Kriegsschauplätzen die sich ergebenden deutschen Soldaten gefangen genommen. Mit in Gefangenschaft gerieten dabei in unbekannter Anzahl alte Männer und Jugendliche des Volkssturmes, Zivilisten in Uniform, also zum Beispiel auch Feuerwehrmänner, Parteifunktionäre, aber auch einfache Mitglieder der NSDAP, Verwundete auf Heimaturlaub und aus den Lazaretten, weibliche Flak- und Nachrichtenhelferinnen, schwer versehrte und daher nicht mehr kriegsverwendungsfähige ehemalige Soldaten und teilweise sogar Jugendliche, die den Alliierten alt genug erschienen, eine Waffe halten zu können. Gründe für dieses völkerrechtswidrige und unmenschliche Vorgehen lassen sich in nichts anderem finden als in dem festen Willen, eine möglichst große Anzahl von Deutschen zu inhaftieren. Was bei der Gefangennahme und unmittelbar danach mit den Inhaftierten geschah, war von sehr unterschiedlicher Natur. Auf Seiten der amerikanischen GIs wurde mit aller Strenge vorgegangen, denn der deutsche Soldat war besiegt worden und ihm sollte auch das Gefühl der totalen Niederlage vermittelt werden. Es lassen sich körperliche Misshandlungen in jeglicher Form mit bewusster Inkaufnahme des Todes vor und nach der Kapitulation, Scheinhinrichtungen, nächtliche Verhaftungen von jungen Bezeugen, die nur mit einem Schlafanzug begleitet waren, aber auch, noch seltener, korrektes Verhalten. Unabhängig hiervon wird vom größten Teil der deutschen Soldaten ausgesagt, dass sie nach der Kapitulation von den amerikanischen Soldaten mehrfach in der Form gefilzt wurden, dass man ihnen Armbanduhren, Fotoapparate und sogar Eheringe stahl,
USA. Nicht umsonst übersetzte man in bitterer Ironie USA mit Uhren sammelnde Armee. Denn der vermeintliche Reichtum einer eigenen Armbanduhr, die jeder Deutsche zur Kommunion oder Konfirmation bekam, war in den USA vollständig unbekannt. Darüber hinaus mussten die Inhaftierten nicht selten auch ihre persönliche Ausrüstung abgeben, zu der unter anderem das Rasierzeug, das Essbesteck, das Essgeschirr, der Nässeschutz sowie die Zeltplane gehörten. Das Lager. Die meisten der Rheinwiesenlager waren für je 100.000 Mann geplant. Das eigentliche Lager bestand aus einem großen, abgezäunten Viereck auf freier Fläche, welches wiederum in einzelne Käfige, Cages genannt, unterteilt wurde. Ein Cage hatte meist eine Länge und Breite von ca. 250 Metern. Je nach Gefangenenlager war das Cage mit 5.000 bis 15.000 Gefangenen belegt und setzte sich aus verschiedenen Gruppen zusammen. Die Cages wurden von allen Seiten bewacht, nachts mit Flutlicht. Fluchtversuche hatten sofortige Erschießung zur Folge. Zuweilen wurde aber auch ohne Anlass einfach in die Menge der Gefangenen geschossen. Wir lagen in unserem kleinen Lager, es waren mehrere Lager mit 70.000, auf diesem Acker, ohne Haus, ohne Zelt, leithin ohne Mantel, Tag und Nacht im Schlamm, total verlaust. Ich selber habe 14 Stunden Schlange gestanden, bis zu den Knöcheln in den Schlamm, um eine Konservendose Wasser zu bekommen. Wer das nicht schaffte, kippte um und er gehörte dann zu den Toten. Kein Mensch ist gekommen und hat ihm das Wasser gereicht. Die Bewachung. Bewacht wurden die Gefangenen meist von amerikanischen Soldaten zweiten Ranges, Negern oder polnischen Hilfstruppen, teilweise ehemaligen Fremdarbeitern. Befehligt wurden diese meist von weißen Soldaten. Diese wurden von den Gefangenen oftmals als außerordentlich brutal, arrogant, aufbrausend und aggressiv beschrieben. Zählappelle endete mit Schlägen für die, die vor Entkräftung umkippten. Des Weiteren wurden Soldaten der Waffen-SS besonders grausam behandelt. Stundenlang Strafexerzieren bis hin zum viehischen Totschlagen ist vielfach bezeugt. Selbst vor der Misshandlung von hohen Offizieren schreckten die Alliierten nicht zurück. Das ist die traurige Wahrheit. Belegen weitere Kriegsverbrechen. So ersticken 104 deutsche Kriegsgefangene während eines amerikanischen Eisenbahntransportes. 24 weitere und 3 Zivilisten werden bei Tambach getötet. Und in Luxemburg ermorden US-Soldaten 70 deutsche Kriegsgefangene. Die Unterbringung. Täglich trafen Männer und Frauen aus Sammellagern hinter der Front in verschlossenen Fieber.